Diesmal ist da weit etwas abseits. Also. Wow. Und ein bisschen krumm. Hier. Aber ich denke, hier können wir ein Gebäude bauen. Logistikpfad. Pfade, Wege und Straßen. Durch Pfade, Wege und Straßen kannst du die Reichweite erhöhen und die Laufwege deine Wikinger beeinflussen und damit die allgemeine Produktivität steigern. Oftmals würden sie ohne Wege ziehen bzw. die gesuchten Rohstoffe nicht finden. Auch laufen deine Wikinger noch schneller. Du kannst Pfade über das Logistikzentrum im Baumenü bauen. Setze den Startpunkt und den Endpunkt mit Linksklick auf die Karte. Rechtsklick biegt das Bauen ab. Durch häufige Benutzung werden Pfade automatisch zu Wegen und später zu Straßen. Pfade, Wege und Straßen vergrößern auch den Arbeitsbereich von Gebäuden. Wenn du ein Gebäude auswählst, wird es dir angezeigt. Okay. Das heißt, ich platziere hier einen Pfad hier zu meinem Hauptlager. Und dann machen wir noch einen Pfad hier runter für eine Fischerhütte. Produktion, Fischer. Oh. 4 für den Sockel, 2 für den Sockel. Naja, okay, dann machen wir den hier hin, den Fischer. Machen hier Logistik. Nach hier, so. Dann ist der Holzfäller schon mal fertig. Dann können wir Wohnzelte bauen. Hier eins und... Der Sockel ist hier teuer, also... Ah, lieber hier eins. Okay. Pfade auch. Zu den jeweiligen Wegen. So. Sehr gut. Oh, das sieht jetzt schon langsam etwas wuseliger aus. Militär, eine Opferstätte. Ah, ein Holzsockel dürfte okay sein. So. Dann können wir hier nämlich mit der Logistik so die Opferstätte anschließen. Und ja, das ist wohl so ein Sockel. Okay. Ist aber noch under Construction. Wahrscheinlich, weil wir nicht genug Holz haben. Bau mal einen Pfad hier rein. So, dann kannst du wahrscheinlich schneller Holz hacken. Können wir auch einen Pfad hier drüben zu den Bäumen bauen? Ja, das tut deinen Einflussbereich wirklich erhöhen. So. Und so. Na gut, du holst dir wenigstens die Bäume da drüben. Planke. Oh. Ach so, weil das der Holzfäller jetzt einen Hackflock hat, kann er auch Planken herstellen. Am Hackblock den Anbau von Holzfällern. Vom Holzfäller. Wie baue ich was an? Opferstätte, das ist alles fertig. Tutorial, Pfade, Wegen und Straßen. Gebäude ist fertig. Ich wüsste gerne, wie ich da was anbauen kann. Ich kann es nur ausschalten und abreißen. Das Wohngebäude sieht etwas komisch aus, aber ist okay. Opfermeister, haben wir noch keinen Fischer? Achso, der sucht jetzt gerade seine Materialien zusammen, würde ich mal sagen. Ach nee, der Fischer ist noch unter Construction. Das daran liegt. War noch kein Bauarbeiter in der Lage, ja genau, Fischer zu dem Fischer die Hütte zu bauen. So, ich mach mal den Weg zum Portal frei. Und dann gucken wir mal. So, Fischer ist bereit. Fischer ist hat auch sein Wohnzelt bezogen. So, Opfermeister.
Ich habe ein Lager freigeschalten. Ein Lagerarbeiter sammelt um alle Rohstoffe der Umgebung ein und packt sie in eine große Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Was können wir denn sonst noch so freischalten? Steinbruch. Kriege ich ab der nächsten Map? Auch im Lehmboden findet man Steine. Kriege ich auch ab der nächsten Map? Waldboden wachsen besonders viele Bäume. Fische können... Am Lagerfeuer versammeln sich die arbeitslosen Wiki gerne zu einem Plausch und befriedigen damit ihr Grundbedürfnis nach Unterhaltung. Ah, Jäger kriege ich, wenn ich 30 Früchte gesammelt habe. Försterei. Hochmoor, hölzerner Kampf, Steinmetz. Ah, sehr schöne Sachen. Bauen mehr Wohnhäuser. Wir haben 9 arbeitslose Wikinger, das heißt, wir brauchen nichts anfordern. Wir müssen erstmal nur ein Kampflager hier errichten. Das dürfte ja im Einzugsbereich der Logistik sein. Jupp. Ansonsten schaffen, glaube ich, alle Wikinger. Hm? Ja, die unterhält sich mit ihm, weil sie sich langweilt. Und er zieht keinen Fisch raus. Okay, es kann misslingen. Gut zu wissen. Du hast Hunger? Und fällst jetzt Bäume. Oder Holz, einfach Holz. Okay. Das sind übrigens, glaube ich, immer dieselben Wikinger. Und jetzt ist Freya unsere Anführerin. Okay. Dann zweimal Axt, zweimal Bogen. Straße. Oh, haben wir schon erste Straßen? Also unsere Pfade werden ja schon mal gut benutzt. Axt fehlt, Axt fehlt. Waffe fehlt, Mäge fehlt eine Waffe. Okay, Axt wurde fertiggestellt. Sind doch genug Äste da, oder? Nö. Der nimmt die einfach mit und lagert sie bei sich. Ich hätte ihn auch hier hin. Hier hätte ich ihn. Wäre wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen als da drüben. So, Bögen sind fertig. Ich habe ein Lagerfeuer und einen Binnensee abgeschlossen. Gefangene Fische und Lagerfeuer. Am Lagerfeuer fangen sich die Binnensee, können Fische gefangen werden. Ah ja, schön. Und die Axt für Helge ist auch fertig. Gut, dann versetzen wir das Lager mal wieder hier hoch. Sagen wir hier hin. Gut, dann folgen die alle dem Weg. Sehr schön, so sind sie etwas schneller. Wir können mal gucken, was für Feinde es hier gibt. Oh, wir sind nicht nah genug dran. Okay. Wir könnten ihn diesmal mit... Wow. 4 Fisch besänftigen. Aber nö. Bleibt ihr mal hier. Es ist nur ein Gegner. Ich rufe ihn mal. Eine Wächterin. So, und da kommt er auch schon, kommt sie auch schon. Und meine Leute, die kommen mir entgegen. Kampf. Jetzt ist es passiert. Deine Wikinger wurden attackiert. Zivilisten können sich mit Fäusten verteidigen. Besser ist allerdings, mit Kriegern auf die Gegner loszugehen. Krieger arbeiten in Kampf- oder Armeelagern, die du über das Baumenü bauen lassen kannst. In diesem Lager kannst du dann Krieger der unterschiedlichen Waffentypen anfordern. Deine Krieger werden alle feindlichen Wesen bekämpfen, die sich innerhalb des Arbeitsbereichs ihres Lagers befinden. Du sollst also dafür sorgen, dass deine Armeelager an der richtigen Stelle sind.
Okay, das dauert ja fast schon ein bisschen, bis die beschossen wird. Und weg. Okay, die ist nach Valhalla aufgestiegen und die haben alle Fragezeichen. Portal und nächste Mission. Lager, Binnensee, Lagerfeuer, Steinbruch, Waldboden, Götterzorn. Okay, hier sind auch Steine jetzt. Ich sehe schon Portalwächter. Okay, hier stehen ganz normal Portalwächter rum. Das ist auch creepy. So, okay. Erst einmal wieder ein Holzfäller. Auch wenn es fast schon schmerzlich ist. Obwohl, da oben ist riesiger Wald. Und hier ist es sogar grün, okay. Dann bauen wir hier einen Holzfäller. Lagerfeuer, Lager. Wir bauen von dem Holzfäller aus mal einen Pfad hier hoch in den Wald. So ein bisschen. So, decken das alles ab. Bauen hier einen Pfad zurück. Und bauen... Ja, bauen hier einen Pfad hin, würde ich sagen. So, da müsste... Ja, ziemlich viel abgedeckt sein. Also er kann ziemlich viel Holz hacken. Hier oben auch vor allem. So, als nächstes ein Lager. Das Vorteil des Lagers ist, dass ein tüchtiger Träger alle Waren der Umgebung einsammelt und an einer zentralen Stelle sammelt. So haben andere Wikinger, die Waren brauchen, schneller Zugriff darauf. Mit Lagern kannst du die Warenverteilung in deiner Siedlung besser organisieren und optimieren. Dann würde ich mal sagen, bauen wir zentral ein kleines Lager hier hin. So. Und jetzt brauchen wir Wohnzelte. Ja, hier lässt sich schon nicht mehr ganz so gut bauen. Na ja, gut, bauen wir mal in den sauren Apfel und bauen hier ein Wohnzelt hin. Gebäude ist fertig. Jawohl. Also die Jungs, da müssen wir auf jeden Fall schon mal loswerden, bevor wir überhaupt ans Portal ran können. Das ist gut zu wissen. Lagerfeuer. Logistik. Militär haben wir nichts Neues. Wir haben einen Steinbruch. Brauchen wir allerdings in Zeit nicht. Hier können wir einen Fischer hinsetzen. Und für den Fischer bauen wir hier mal einen Uferpfad. So. Und dann eine Anbindung hier. Können wir hier noch ein Wohnzelt in der Nähe errichten, wo es einigermaßen eben ist? Nein. Dann müssen wir hier drüben wohl eins errichten. Und da einen Pfad hinsetzen. So, sehr gut. Bauen wir am besten noch gleich eine Kampfstätte hier hin, damit wir 2, 3 Wikinger haben. Ware fehlt Holz. Naja, wird gehackt. Und du bist wohl unser Lager. Ne, du bist ein Bauarbeiter. Okay. Das Lager sieht ja putzig aus. Trägt nichts bei sich. Kann Äste, Früchte, kann alles Mögliche einlagern, aber nicht gerade viel. Derzeit eingelagert. Mhm. Der sammelt also wirklich alles ein und lagert es ein. Okay. Auch Beeren. So, der Fischer hat jetzt eine Angel. Der kann fischen. Dem ist auch die ganze Küstenstraße zugänglich. Was mir gerade so auffällt, habe ich nicht auch den Jäger freigeschalten? Lager? Nein, den Jäger habe ich, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Steinmetz, Wildschwein, Küche. Nach 8 Karten Küche.
Erster Kurier. Jäger, hier. Früchte gesammelt, 30 Stück gibt den Jäger. Okay. So, wieder zwei mit Axt, zwei mit Bogen. Logistik brauchen wir gerade zurzeit nicht. Da wurde Lagerarbeiter mit dem Holzfäller. Kann ich dir irgendwie Wohngebäude? Lagerarbeiter? Arbeitsgebäude. Ich kann dir also nicht sagen, dass du das Gebäude wechseln, ein anderes Wohngebäude beziehen sollst. Hä? Okay, da muss es wohl so sein. Und wir bauen für den Fischer nochmal hier ein Wohngebäude hin. Wenn das hier nicht genug Einzugsbereich hat. So. Und wo ist die Opferstätte? Ja, ich würde am besten sagen, in der Nähe dieses Lagers. Und dann schließen wir die auch gleich mal an. So. Wohnzelt, es fehlen noch zwei Holz. So, und jetzt wohnt da der Fischer drin. So, ihr seid alle fertig. Dann bauen wir mal einen Pfad hier hoch. Zu dem Turm. Am besten einen doppelten Pfad, dass ihr euch ein bisschen weniger im Weg rumsteht. So. Und dann würde ich fast sagen, versetzen wir mal unser Heerlager. Irgendwo nach da oben. So. Und bauen Pfade zu den Gegnern. So, wenn einer von denen in die Nähe kommt, die werden ja irgendwann darüber latschen. Oder kann ich mich noch näher ran bewegen? Na, bewegen wir uns mal noch näher ran. So. Und ja, auch wenn es albern ist, wir machen Pfade zu den Gegnern. Oh, der klopft gerade den einen ziemlich windelweich. Au. Wir haben einen Mann verloren. Okay. Gut, sterben können die Leute ja nicht. Die können ja nicht nach Valhalla rein. Odin schmeißt sie ja gleich wieder raus. Planken. Wie bauen wir den Holzfäller aus, dass er Planken produziert? Das ist die gute Frage. Der Anbau von Holzfällen wird diese am Hackblock, dem Anbau, wird werden Planken hergestellt. So, wir haben das schon mal erledigt. Dann ziehen wir uns mal zurück. Und es können wahrscheinlich tatsächlich hier mehr Sachen eingelagert werden, als angezeigt wird, hoffe ich mal. So, wie baue ich ein Gebäude aus? Ich kann ein Lagerfeuer bauen, bringt mir nur nichts. Ich kann leider nicht so ausbauen. Wie baue ich das Gebäude aus?
dir nicht sagen, dass du es ausbauen sollst. Muss ich erst Ausbaufähigkeit oder so freischalten? Hölzerner Kampf. Mindestgrößenerhöhung. Steinmetz, Wildschwein, Hochmoor, Wohnhaus. Wohnhäuser erhöhen die Anzahl, dass sie sich zum Schlafen unter Bäumen legen. Die Wachen erholte auf und können länger effektiver arbeiten. Felsgrund, grober Fels, Junior-Architekt. Küche, Wikinger-Försterei, kleines Portal. Hoher Sockel, der große Benenner, Kurier, Jäger, Brunnen, Farm, Nachschublager. Hasentöter, Götterzorn, Valhalla, Anfänger, Gipfelstürmer, Wolfsbezwinger. Hm. Wölfe haben wir ja noch gar nicht, oder? Jedenfalls, wie auch immer, wir brauchen zwei neue Axtjungs. Wir haben einfach keine. Kein Hackflock. Ich weiß nur nicht, wie wir den hinbauen. Abreißen, ausschalten. Wir können dich ausschalten und wir können dich wieder anschalten. Speichern und verlassen. Nein, fortsetzen. Rechts anklicken bringt nichts. Portal bringt wahrscheinlich auch nichts. Nein, nur gesammelte Ehre. Krieger, arbeitslose Wikinger, ist alles okay. Das nächste Mal müssen wir einfach mit mehr Kriegern anrücken. Aber ich kann am Hackflock nichts machen. Produkte, Arbeiter. Ich habe den Jäger schon mal freigeschalten, wie schön. Ich kann abreißen. Militär, Logistik, Produktion. Steinbruch. In den Bergen bauen Steinbrucharbeiter Bruchsteine ab für den Bau von vielen Gebäuden und Werkzeugen. Um aus den Bruchsteinen gerade halbwegs rechtwinklige Quader zu klopfen, ist ein Steinmetzanbau vonnöten, der später freigeschaltet wird. Diese braunen Steine werden für den Bau von vielen Gebäuden verwendet. Ach, ich baue einfach mal aus Jux hier einen Steinmetz hin. So. Mach dem Wege zu seinen Steinen. So, hier durch. Und hier hin. Dann kann der hier zum Opfermeister mit einziehen. Wow, man kann hier sogar im Lager die einzelnen Sachen anklicken. Nettes Gimmick. Zelt. Holzfäller. Holz, Holz. Ich kann aber meinem Holzfäller nicht sagen, dass er was anbauen soll. So, ein Steinmetz ist fertig. Jetzt brauchen wir einen Hammer zum Steine schlagen. Wie sieht es mit Fisch aus? Fisch haben wir genug zurzeit. Wird Fisch eigentlich ins Lager gebracht? Ja, eigentlich schon. Ist im Einzugsbereich des Lagers. Wo bist du denn gerade? Ah, du bist unterwegs. Okay. Achso, du sammelst nur Zeug ein, was herumliegt. Gut. So, mal gucken, wo ist unser Steinmetz? Der ist hier, der wartet darauf, dass er einen Stein kriegt. Ah ja. Sehr gut. Jetzt kann er sich an die Arbeit machen. Das bringt uns aber auch keinen. Ausbau für die Holzfäller. Er schlägt auf jeden Fall auf Steine ein. Gut, viel mehr Möglichkeiten haben wir da ja nicht mehr. Lagerfeuer.
lockt noch mehr Wikinger an. Oder werden die einfach mit der Zeit random mal rausgeschmissen? Ne, hier kann ich auch nichts anbauen. Gut. Ich kann nur Feuerstein und Bruchstein. Ich kann hier nichts anbauen. Ich kann hier in die Ressourcen reingucken. Das war's aber auch schon. Äxte sind 4 Stück im Umlauf. Spitzhacke, Hammer. Achso, ja, weil ich ja 3 Leute mit Äxten habe. So. Schicken wir die wieder nach da oben. Da ich nämlich keine Planken opfern kann. Ich kann jedenfalls nichts anbauen, um Planken herzustellen. Und er findet halt auch in der Nähe nichts. Durch die Opfergaben kann der Zorn der Portalwächter besänftigt werden. Oh, ihr habt Hunger. Hm. Gut, dann verlege ich euch mal hier in das Blumenbeet. In das Beet hier. Während ich darauf warte, dass der Holzfäller zurückkehrt. Er kehrt zurück, aber er macht nichts außer frische Bäume hacken. Gut, Hackflock. Wahrscheinlich ist das einfach noch nicht freigeschalten. Ich habe sogar schon Steinquader. So, die haben jetzt hoffentlich alle gegessen. Ja, sieht gut aus. Also verlegen wir sie wieder nach da oben. Jetzt gehen sie zur nächsten Straße und dann marschieren sie da hoch. Oh, da sind sie sogar sehr flott, die Jungs und Mädels. Sehr schön. Gut, dann mache ich mal das Tor auf. Genau, immer auf einen nur draufhauen. Auch wenn das irgendwie komisch ist, dass da hinten mitgekloppt wird. Auf dem Vordermann. Aber diesmal klappt es auf jeden Fall besser als gerade eben beim letzten Mal. So, sie sind schon dran. Wir können auch den erledigen. Und fertig. Sehr schön. Victory. Portal und nächste Mission. Jäger. Steinmetz plus. Farm. Brunnen. Brauerei. Nachschublager. Ah ja, für Malzbier und so weiter. Waffenmacher. Ah, sehr schön.